alle Lieben, herzlich willkommen. So, ich mache mal den Staubsauger aus, damit ihr auch besser verstehen könnt, was ich euch Wichtiges erzähle. Nein. Gestern habe ich nicht gevloggt. Wir waren gestern Nachmittag, vormittags war ich erst beim Rathaus, habe uns umgemeldet, da hatte ich einen Termin. Und nachmittags waren wir dann bei der Hebamme im Geburtshaus. Da ist alles okay, aber Details würde ich euch dann im Schwangerschaftsupdate geben. Ich war ja jetzt 5 oder 6 Wochen nicht bei der Hebamme zur Kontrolle, weil ich ja erst, was war denn erst? Erst waren wir in Quarantäne und dann war ich im Krankenhaus bei dem Termin, wo ich den Schlag auf dem Bauch hatte. Genau, deswegen musste ich 2x Termine absagen. Aber alles ist super mit unserem kleinen Mädchen und ich wüsste nicht, was ich heute gemacht habe. Heute Morgen habe ich Calvino erst zur Schule gebracht, weil wir immer noch nicht dieses Schokoticket haben. Und dann bin ich kurz zum Bert im Laden gegangen und dann bin ich shoppen gefahren. Mädchensachen, oh mein Gott, ich zeige euch die nachher alle. So süß, so schön. Das war so richtig so overwhelming. Also so Gefühle sind übergesprudelt. Wir haben ja noch gar nichts gekauft, obwohl ich jetzt 30. Woche bin mittlerweile. Nichts gekauft. Und dann wollten wir nicht wissen, was es wird. Dann haben wir es doch erfahren durch Zufall. Das habe ich euch alles, also habt ihr alles mitbekommen, weil die Ärztin sich verplappert hat. Also es wird ja ein Mädchen. Also durfte ich Mädchensachen einkaufen. Und immer wenn ich durch die Mädchenabteilung früher, bevor ich überhaupt schwanger war, gegangen bin, habe ich gedacht, oh mein Gott, wie schöne Sachen das gibt. Ne? Ja, und dann bin ich heute da hingegangen. Ja, erst war ich im Wald spazieren, 1,5 Stunden, so mit Smurfy, genau. Und dann bin ich in die Stadt gefahren. Und dann war ich bei C&A. Und dann habe ich angefangen zu heulen, ne? Ich stand da in der Babyabteilung und habe die Sachen so angepasst. Und so, oh mein Gott, sind die süß, oh mein Gott, ne? So bekomme ich schon wieder die Tränen so voll nah am Wasser gebaut. Oh mein Gott, sind die süß, ja. Und dann habe ich meine Freundin so WhatsApp geschickt, so, oh mein Gott, ne? Ich darf Mädchensachen holen. Die sind so süß. Und oh mein Gott, ja, dann habe ich mich irgendwann beruhigt. Ne? Und dann habe ich nichts gekauft bei C&A, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Mit Füßchen, ohne Füße. Dann, ich wollte nicht so Bodies haben. Ich wollte lieber so, also so Tops, also ein Pullover oder ein Hemdchen und Unterhosen haben. Habe ich dann aber rausgefunden, gibt es gar nicht so in der Größe. Erst wenn die größer sind. Das habe ich dann aber erst im nächsten Geschäft mitbekommen. Ich war dann bei Ernstings Family und da habe ich dann so die ersten Teile in der Hand gehabt und wirklich so, okay, das nimmst du jetzt mit, ne? Oh, das war so, als ich dann war das Eis gebrochen, habe ich das erste Teil mich entschieden, dass ich das nehme und dann hätte ich alles mitnehmen können, ne? Da musste ich mich echt zurückhalten, weil die ja echt so schnell wachsen. Also ich habe jetzt, glaube ich, genug für unser Wochenbett, also die ersten 6 Wochen, 4 bis 6 Wochen, keine Ahnung, muss man gucken. Aber es ist ja auch schnell gekauft, also sag ich jetzt immer. Ne? Ich habe nicht so viel geholt, ich zeige euch nachher alles. Ja, ich wollte es nicht übertreiben. So, jetzt zeige ich euch mal, weil ich bin dann ganz schnell nach Hause gefahren, weil Bernd kommt gleich zur Mittagspause und dann gibt es Essen. Ich zeige euch mal eben, was es gibt. Also, ich habe hier Nuggets und Cordon Bleu, ganz gesund. Bratkartoffeln und Maiskolben und der Calvino kriegt nachher Erbsen und Möhren, der kommt ein bisschen später erst von der Schule. Ja, oder auch Maiskolben, je nachdem. Oder wir essen auch das. Keine Ahnung. Und dann habe ich einen großen gemischten Salat gemacht. Ach, das hier, das gab es bei DM heute. Umsonst hatte ich so Dings, wie heißt das, Coupons, weil ich dieses Baby-Dingsbums da mache. Wie heißt das? Wunschkind oder so. Und eigentlich wollen wir ja windelfrei versuchen, praktizieren, wie auch immer man sagt. Aber ich glaube, für die Anfangszeit ist es ganz entspannend, wenn man doch diese Wegwerfwindeln nimmt und vielleicht braucht man auch mal ein Feuchttuch, keine Ahnung. Die waren umsonst, deswegen habe ich die abgeholt. Die wird man bestimmt mal benutzen können. Und so einen habe ich mir bei DM wieder mitgenommen, diesen Massageschwamm mit Lufa. Das ist so schön, dass erstmal riecht das mega. Und damit mache ich mir jeden Tag unter der Dusche, massiere ich mir den Bauch ganz ausgiebig, weil dieser Lufa-Schwamm, der massiert so richtig, richtig schön. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, es gibt einen großen gemischten Salat
beim Mittagessen dabei. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es ist schon Nachmittag jetzt und Calvino ist von der Schule wieder da. Und ich mache hier gerade einen Granatapfel als Snack. Und ich wollte euch mal zeigen, wie wir den immer entkernen. Und zwar habe ich hier eine Schüssel mit Wasser. Da seht ihr. Und dann schneide ich den in so Stücke. Und dann kann ich das auseinanderbrechen. Und die Kerne bleiben unten und diese ganze komischen Hautfetzen, die schwimmen dann nach oben. Deswegen mache ich das gerne mit dem Wasser. Das ist sehr einfach. Und so sieht das jetzt aus. Das sind einmal die ganzen Körner oder Kerne vom Granatapfel. Das ist das Wasser. Da schwimmen noch so ein paar Hautfetzen rum. Und hier ist die Schale vom Granatapfel. Und hier ist der Rest von unserem Nachmittagsobstsnack, den ich uns jetzt schneiden werde. Bevor ich jetzt in die Badewanne gehe, weil ich echt fertig bin, also dieser Spaziergang im Wald heute Morgen, der hat es echt in sich gehabt. Ich bin richtig müde. Und ja, ich wollte euch jetzt eben zeigen, was ich gekauft habe alles. Es ist nicht so viel. Ich hoffe, wir kommen damit durchs Wochenbett, aber ich weiß es nicht. Deswegen hier keine, also verurteilt mich nicht oder so, dass es sehr wenig ist. Wir haben halt vor, so viel wie möglich im Wochenbett mit dem Baby zu kuscheln, nackig, Haut auf Haut und stillen. Also ich vor allem stillen während ja nicht so. Und deswegen brauchen wir halt auch nicht so viel, weil wir halt sehr viel im Bett oder auf dem Sofa mit dem Baby sein werden. Einfach so eine Mullwindel drum und nackig der Rest. Und wenn wir halt mal rausgehen, was wir ja selten machen mit dem Baby am Anfang, also zumindest die ersten 2 Wochen, 3 Wochen, dann haben wir halt diese Anziehsachen dafür. Ich habe aber auch keinen so Skianzug oder so, das kommt ja im Januar. Keine dicken Jacken, keine dicken Sachen geholt, denn wir wollen das Baby sehr viel tragen, also am Körper tragen. Da habe ich so eine Tragejacke bekommen, also ausgeliehen bekommen, die habe ich mir nicht gekauft. Die trage ich auch jetzt in der Schwangerschaft schon. Da sind so Einsätze drin, die man, also die Jacke weitermachen für den Bauch. Und die kann ich auch hinterher zum Tragen nehmen. Und wenn, dann ist ja die Jacke da drum, plus meine Körperwärme oder halt von Bernd. Aber Bernd hat halt keine Tragejacke. Und deswegen habe ich auch keinen Skianzug oder sowas geholt. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, was ich geholt habe. So, als erstes zeige ich euch, was ich mir geholt habe. Ihr fragt nämlich immer, was ich für BHs trage, weil ihr seht immer diese Spitze. Toll, voll die Hundehaare dran. Egal. Ihr seht immer diese Spitze durch meine Tops und das findet ihr immer so schön. Und das sind die. Und ich habe mir die jetzt in L geholt, sonst habe ich die in M. Aber die sind mir halt ein bisschen zu klein geworden. Die sind von Kick und die kosten 5 Euro. Und zum Waschen nehme ich diese Dinger immer raus. Hier sind so Schaumstoffeinlagen drin. Die kann man rausnehmen. Hier ist so ein kleines Loch. Da kann man die dann rausholen und wieder reinmachen. Die wasche ich dann halt von Hand, weil sonst in der Waschmaschine verknüddeln die total da drin und dann werden die so unschön. So, und jetzt zeige ich euch diese wunderbaren süßen Sachen, die mich zu Tränen gerührt haben heute. Also, das ist jetzt 50, 56 meistens. Ja, eigentlich alles. Diese Strumpfhosen zum Beispiel hier sind 50, 56 und die Söckchen auch. Wir haben nur 2 Paar Söckchen, denn man soll ja die Füße nicht so immer einpacken und so. Das sind ja wie die Hände quasi, die fühlen und greifen auch mit den Füßen. Deswegen, ja, soll man die halt nicht so einpacken. Ich habe jetzt trotzdem Söckchen geholt, falls wir mal spazieren gehen oder so zum Rüberziehen. Ja, habe ich 2 Paar geholt. Die werden ja auch nicht so dreckig, die laufen ja nicht oder so. Und deswegen habe ich ja nur 2 Paar geholt. Und die Strumpfhosen hätten ja auch noch Söckchen mit dran. Wobei hier mein Gedanke eher ist, ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Das werde ich entscheiden, wenn das Baby da ist. Dass man hier aufschneiden könnte zum Abhalten, dass die halt ja die Beine angezogen haben, obwohl wir es hier auch sehr warm haben werden. Wir werden den Kamin regelmäßig anmachen, wenn das Baby da ist. Und
Ja, das entscheide ich spontan, ob ich die aufschneide, damit man es leichter abhalten kann oder nicht. Wer weiß. Drei Strumpfhosen habe ich auf jeden Fall geholt und zwei Paar Socken. Dann war ich ja auf der Suche nach Unterhosen und Unterhemden. Gab es gar nicht in dieser Größe. Ich wollte nicht Bodies, ich hätte es halt gerne getrennt gehabt, einfach aus dem Grund zum Abhalten auch. Aber ja, gibt es halt nicht. Deswegen habe ich dann drei Bodies mitgenommen. Einmal diesen kurzärmeligen und zwei langärmelige. Diese. Und das sind jetzt Wickelbodies. Das fand ich oder finde ich ganz gut. Dann kann man die halt so aufmachen. Zack. Oh, die Knöpfe sind noch ganz stramm, wenn die so neu sind. So, aufmachen, das Baby reinlegen, die Ärmchen rein und dann halt zuknöpfen. Das finde ich ein bisschen schöner fürs Baby, als wenn man die so über den Kopf zieht. Ja, dann habe ich das geholt. Das ist halt auch Body. Ach so, guck, dann haben wir sogar vier Bodies. Noch einen Langarm-Body. Und die kommt so dann darüber, auch ohne Söckchen. Ich mag halt nicht so gerne diese Strampler, auch und aus dem Grund, die haben ja diese Socken unten dran. Und da wir das Baby viel tragen möchten, dann kann das halt so hochrutschen. Und dann sind die Beine nachher so durch die Socken, die da so fest dran sind. Und dann können die nicht, wisst ihr, wie ich meine, dann sind die so eingequetscht. Deswegen, wenn man trägt, besser separat Socken und Strampler oder Hose oder was auch immer man hat. Also in der Größe hat ja sehr viel Socken dran. Es war sehr schwierig, da was ohne Socken zu bekommen. Ja, und das ist so ein Glitzer. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, dann bin ich gespannt, wie das in der Waschmaschine hält. Oh, das sind sogar echte Taschen. Ich habe gedacht, die sind nur so angenäht. Ja, und dazu ist noch ein Halstuch. Ich wollte gerne auch noch eine Mütze kaufen. Ich war mir jetzt allerdings unsicher wegen der Größe. Da gab es 43 bis 45 cm und 45 bis 47 cm und ich hatte absolut keine Ahnung jetzt, was für ein Kopfumfang damals Calvino hatte. Da stand ich davor wie Ochs vorm Berg und habe gedacht, egal, die hole ich dann halt ein andermal oder bestell sie online oder wie auch immer. Das läuft jetzt noch nicht weg. Ja, dann habe ich das hier mitgenommen und das weiß ich, das werde ich hassen, es anzuziehen. Aber ich fand es so schön, dieses Set. Das ist halt hier so ein Pullover. Und dann ist dieser, ja, Hosenanzug da drüber und der ist halt hier nicht zum Knöpfen. Das heißt, man muss es immer hier hinten aufmachen und runterziehen. Das ist sehr unpraktisch, aber ich fand es so schön und habe es trotzdem mitgenommen. Egal. Das wird ja eh nicht lange passen. In Größe 56 ist es, glaube ich. Ja, 56. Von daher, ja, Ja, und werde ich das. es ein paar Mal anziehen und dann eh nicht mehr. Und dann habe ich noch zwei so Leggings mitgenommen. Die sind ja auch ohne Fuß. Die haben noch so ein kleines Bündchen unten. Und ja, halt auch einfach zum Drüberziehen. Zur Not kann ich die auch aufschneiden. Das weiß ich aber noch nicht. Das gucke ich spontan. Ich lege das jetzt erstmal alles in den Schrank. Waschen, das mache ich auch alles erst Mitte Dezember, schätze ich mal, dass ich da anfange mit dem Waschen und da mache ich mir jetzt noch keinen Stress. Ich falte das jetzt und lege das so hier in den Schrank. Wir haben da so ein paar Fächer. Also hier sind schon so Spucktücher, die sind noch von Calvino, dann die da drunter habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen und da ist auch so ein Stillschal drin, den habe ich von DM geschenkt bekommen. Ja, und da werde ich erstmal die Babysachen alle drin lagern. Denn wie einige von euch ja bestimmt wissen, hat unser Kind ja kein Kinderzimmer erstmal. Das wird hier bei uns mitschlafen. Wir haben ja hier das große 2,80 m Familienbett. Und ja, das braucht halt kein Zimmer, haben wir gesagt. Das trifft sich noch nicht mit Freunden. Und bei Calvino war das auch so, dass der, ja, der hatte ein Zimmer eingerichtet mit Wickeltisch und Kleiderschrank und alles. Aber der hat da ja so wenig Zeit drin verbracht, weil ja, die sagen ja nicht, oh Mama, ich gehe jetzt in mein Zimmer spielen oder so. Deswegen sehen wir es halt nicht für notwendig, ein Kinderzimmer zu holen. Wir werden einen Laufstall oder Gitter oder wie das heißt holen. Einfach weil wir einen Hund haben, der
halt überall auch rumläuft im Erdgeschoss. Und da in diesem Laufstall oder Gitter kann man dann das Baby mal kurz ablegen, wenn man mal eben Pipi machen muss oder so. Einfach, dass der Hund nicht dran kann, dass es in Sicherheit ist. Ich glaube jetzt nicht, dass der Smurfy ihm was tun oder ihr was tun würde. Aber halt trotzdem einfach, dass man es da ablegen kann. Und ja, ansonsten ist es eh bei uns das Baby. Ich sage immer noch das Baby, weil wir das Geschlecht uns überraschen lassen wollten. Dabei ist es ja jetzt ein Mädchen, das wissen wir ja. Kann ich auch sagen, unsere Tochter, ne? Unsere Tochter. Ja, so, das war mein Babysachen-Haul. Erstausstattung oder wie auch immer man es nennen soll. Ja, mir fehlt vielleicht noch ein Schlafsack, aber auch da bin ich gar nicht so sicher, ob ich wirklich einen brauche oder wir, ob wir wirklich einen Schlafsack brauchen. Es wird ja im Beistellbett oder direkt auf mir, neben mir schlafen. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich auch noch keinen geholt. Mal abgesehen davon, dass mir heute keiner gefallen hat. Deswegen, ja, lasse ich das noch offen. Es ist ja heutzutage auch alles schnell besorgt oder bestellt. Das geht ja rucki zucki, wenn einem da noch was fehlt. Und 2-3 Tage kann man sich immer irgendwie behelfen, denke ich mir. Ganz entspannt. Oh, die sind so süß, diese Strumpfhosen. Die haben so ein richtiges Strickmuster. Ist das nicht süß? Oh mein Gott. So klein. Ja. So. Kann man das hier so... Ne, das passt nicht. Ich weiß noch, bei Calvino, da habe ich nicht so kleine Größen gekauft damals. Sondern habe direkt 62, also ein bisschen hatte ich in 56 und dann so 62 sehr viel mehr geholt. Und selbst in 56 ist er versunken damals am Anfang, obwohl er 3200 Gramm hatte. Also die ersten 2 Wochen oder so sind die so schrumpelig, dass da echt, ja, so 56 maximal. Ich wollte erst noch 50 holen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas irgendwann in 50. In 50 war fast gar nichts. Verschwindend gering. Deswegen gehe ich vielleicht noch mal was in 50 einkaufen. So, dann packe ich das mal hier rein. Genau, und das sind schon so diese Mulltücher. Die habe ich, wie gesagt, von einer Freundin bekommen. Und die sind sogar noch echt vom Calvino. Ich hatte so viele, die habe ich dann über die Jahre als Putzlappen verwendet. Leider, weil ich dachte, die brauche ich eh nicht mehr. Ich hatte richtig schöne und außergewöhnliche. Aber ein paar habe ich noch. Die verwende ich auch wieder, auch wenn die blau sind. Ihr hört schon plätschern. Mein Bart läuft und ich lasse es mir jetzt gut gehen und werde schön meinen neuen Massageschwamm einweihen für meinen Bauch. Oh, das riecht so lecker. Und da drin ist dieser Lofa-Schwamm. So sieht der von vorher aus. Da ist immer noch was drin, den benutze ich auch noch. Und so ist das da drin. Und das ist so angenehm, damit so den Körper zu massieren, auch die Beine. Also richtig eine super Idee. Der ist zwar ein bisschen teurer, so 3,45 Euro oder so, aber ich habe den jeden Tag benutzt und ich bin damit vor 2 Monate bestimmt jetzt ausgekommen. Also das lohnt sich. Und ihr seht, da ist immer noch so, der ist noch rosa dazwischen. Also den kann man echt immer noch benutzen. Meine Kaufempfehlung bei DM. Sehr super. Ja, gut, meine Lieben. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.